Sehr gespannt, wie es weitergeht. Lehnt euch zurück, genießt. Es geht auch schon los. Es geht los. Es fängt an, richtig, richtig freudig zu werden. Aber Leute, das Wetter ist unglaublich. Met those guys, habt ihr gerade einfach getroffen. You guys have like a room already for the night, right? You think I can crash there on the floor or not? Okay. Warum ich? Really? Geht gleich einfach hier an den Rechner. So, und jetzt schnell einen Reddit-Account. Hoffentlich antwortet da jemand drauf. Herzlich willkommen aus Malaga. Malaga. Oh, give me one. Lauren. Alter, ist das krank. Yeah. Das ist echt sehr beschissen gerade. Wie soll ich das denn machen? Dave, du packst das. Keinen Bock mehr. Fuck. Fuck, Mann. Weiter geht's. Scheiß Maul. Das ist so random. Du bist der Zweite, den ich treffe. Wirklich? Brian auf der Fähre. Welche Fähre? Tanjamet Algeciras. Ihr habt jetzt am ersten Tag gepackt? Direkt am ersten. Geil. Du auch? Ja, ich war mit Dave auf der Fähre. Was denn? Chatfrage, wenn ich jetzt da mitmachen würde bei Dave sein Format, denkt ihr, ich hätte gute Chancen gegen die anderen Kandidaten oder denkt ihr, ich hätte schlechte Chancen? Ich sag euch eine Sache, Chat. Ich sag euch eine Sache. Ich weiß, ich wusste, dass ihr alle Nein schreibt. Ich sag euch jetzt aber eins. Wenn es etwas gut gibt, also reden ist nicht meine Stärke, aber wenn ich etwas gut kann, dann ist es mich durch mein gesamtes Leben durchzumogeln. Ich bin Überlebenskünstler, Chat. Ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt sagen, ich bin dumm. Ihr könnt sagen, ich bin hässlich. Ihr könnt auch sagen, dass ich ein bisschen dick geworden bin. Aber ich habe mich mein gesamtes Leben durchs Leben gemogelt. Durch die Schule habe ich Sachen gemacht, Chat, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Versteht ihr, wenn ich euch sage, was es heißt, dass ich Abitur habe? Dieser Mensch hat Abitur. Versteht ihr, was ich damit meine? Ich habe Abitur. Da habe ich mich durchgemogelt. Und das habe ich durch mein ganzes Leben gemacht. Also ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich hätte gute Chancen. Ich glaube, ich bin erfinderisch, ich bin kreativ, ich kann mich durchmogeln, schäme mich auch für nichts. Ich hab mich da durchgedrängelt, sage ich euch ehrlich. Jo, waren halt die Fähre nach 2 Stunden dick. Basiscamp. Ich bin tot. Alles ist nass. Und ist auch alles nass. Ja, ist jetzt hierher gekommen nach Malaga? Wegen Leuten wie dir ist Abitur nichts wert? Was willst du denn jetzt damit sagen, Digga? Du Wichser. Das Ding jetzt hier. Na, Bus. Glaub. Das Trampen ist so riese. Chat, was habt ihr für einen Schulabschluss? Keiner. Seid ganz ehrlich. Ich will einen nassen Mensch. Wenn ihr überhaupt schon aus der Schule raus seid, was ich bei ganz vielen Leuten hier bezweifle. Natürlich nicht. Ich bin gerade übelst am Struggling. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ne? Wir dürfen uns nicht gegenseitig helfen. Nee. Aber, wenn du eine Karte sammeln willst. Nee, kann ich nicht machen. What is happening? Krank. Wir haben alle. Krank, wie viele Leute ihr Abitur haben. Also ihr wollt mir sagen, dass ihr alles gebildete Leute seid. Ihr wollt mir jetzt sagen, dass in so einem Stream wie hier gerade fast nur Abiturienten zugucken. Das ist ein Bluff, Digga. Ihr seid so am Bluffen, Chat. Ihr seid gerade hier von der Grundschule auf Mittelschule gewechselt und seid hier, steckt hier in der 7. Klasse fest seit 3 Jahren. Erzählt mir nicht, dass ihr alle Abitur habt. Erzählt mir ja keinen Scheiß. Alle übelste Probleme, übelst am Struggeln. Eins, wer von euch studiert, auf Ernst. Auf Ernst. Einmal ehrlich sein, Chat. Wer nicht ehrlich ist, dem rutscht ein Hosensenkel auf dem Waschbecken aus. Ja, klar, ist klar, Chat. Mhm, ist klar. Was studiert ihr denn? Bitches? Was studiert ihr denn, Chat? Hm? Was studiert ihr denn, ihr ganzen Studenten? Seid so am Blöffen, Digga. Ihr seid so am Blöffen, Digga, wirklich. Digga. Pyrotechnik. Er studiert einfach Pyrotechnik. Ja, okay, Chat. Würdet ihr auch sagen, ihr seid alle schlauer als ich? Ja, oder? Na, ist ja auch nicht schwer. Weil ich meine, wegen Leuten wie mir ist es nichts Besonderes, ein Abitur zu haben, wie wir vorhin schon gehört haben. Ja, gut, ihr seid alle smart, alle intelligenter als ich. Okay. Was? Okay. Jetzt hier mit Daniel in Malaga zu sein, bedeutet wahrscheinlich, dass die anderen schon weiter sind. Man muss ja auch mal an der Stelle eins sagen. Also auch an Leute, die jetzt kein Abitur gemacht haben. Die Menschen verwechseln mit einem schulischen Abschluss Intelligenz. Also nur weil du ein Abitur hast, Chat, heißt es nicht, dass du intelligent bist. Das heißt eigentlich im Großteil nur, dass du gelernt hast. Oder dass du Sachen auswendig lernen kannst, dass dir sowas leicht fällt oder was auch immer. Chat, wir Menschen sind alle auf unsere eigene Art und Weise intelligent. Ajax-Amsterdam auch ich. 2000 ist 13x okay. Cooler als auch ihr. Ich bin intelligent. Ich habe da meine Intelligenz in anderen Bereichen. Jetzt vielleicht nicht in Mathematik oder in Chemie. Ich bin dann halt künstlerisch intelligent und so. Versteht ihr? Das heißt,
dranhalten. Das heißt sputen. I will just ride something small there. And why do you choose this car? I didn't understand. Is it a face? Come here. See if I can show you. This car. It's a German license plate. And it's actually from the town where I have to go. I just want to write down something real fresh. You guys have like... You have WhatsApp? Yeah. Okay, then I can ask them for WhatsApp. Er schreibt jetzt einen Zettel. Okay. Und macht's ans Auto dran. Yeah, but the thing is with the rain. This one is actually rainproof. Please bring me back home. Okay. Das wird niemals klappen. So let's continue the trip. First of all, I already like you guys. And I would love to just like spend the whole day with you. Oh, er will schon wieder den ganzen Tag mit Leuten verbringen. Oh, das ist wieder unangenehm, Digga. Because I don't feel so alone. But second of all, do you think you could help me to buy me like a bus ticket to maybe another city? Yeah, maybe a bus ticket. Yeah, it's okay. Bus cool. Ticket. Er kommt aber auch durch damit. Eat something or drink something. Yeah. Essen, trinken, ich sag's euch, Chat, der schläft heute Nacht wieder im Hotel mit den zwei Jungs. Yeah, let's, we can just end it somewhere. Check everything. Ja, jetzt bin ich mit Alex hier. Ich trinke mal Biri und guck mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, für mich irgendwie weiterzukommen. Tomorrow yeah. at 6. Yeah. Sevi, Barcelona, 65 euros. It's still a lot of money, right? Oh, but this one is cheaper. Yes, it's cheaper. 45 euros is for him. I think it's okay. If we spend 20 each. Heftig, Chad, der hat einfach schon wieder 45 Euro erlutscht. Barcelona is pretty good for you. Really, guys? You would do that? Yeah, of course. No way. Guys, are you being for real? How many beers would I have to drink to get this price? 15? Yeah. Vielleicht funktioniert so auch das Leben, Chat. Denkt ihr, wenn ich euch einfach nach Geld frag, dass es dann Leute auch machen? Mach einen Test. Brauch unbedingt, ganz dringend, 5 Euro. Meine Toilette ist kaputt. Ich muss einen neuen Deckel kaufen. Ich will euch jetzt nicht zu nahe treten. Ist es auch okay, wenn ihr es nicht macht? Aber ich bitte hier öffentlich meinen Chat um 5 Euro. Guys, I drink. Alter! 5 Euro von VG Luki für die Toilette. Alter! Das ist der Cheatcode fürs Leben. Warum habe ich das nicht früher gerafft, ich Idiot? Ich muss einfach nur betteln um Geld. Ich muss einfach nur fragen, Digga. Da fliegt mir alles. Alles ins Gesicht. Ron_active84 giftet 5 Subs. Vielen Dank für 5 gifted Subs. Ich habe eigentlich nur nach 5 Euro gefragt, aber 5 Subs sind auch gut, ja? 5 Euro danke. Von Lennart für deine Toilette. Alter, Lennart, lieber dich auch. Das ist krank, Chat. Chat, jetzt mal ehrlich. Stell euch mal vor, ich setze mich jetzt hier in einem Stream hin und ich lüge euch komplett an und mache so einen Spendenaufruf für mich. Ich sag euch irgendwie, ich erzähle euch wirklich die größte Scheiße. Ich erzähle euch irgendwie, ey, ich bin broke, ich fliege aus meiner Wohnung raus, wenn ich kein Geld habe und Nacho ist krank, der braucht eine Tierarztrechnung in Höhe von 40.000 Euro. Wie viel Geld würde ich dadurch bekommen, Chat? Was würdet ihr sagen? Wenn ich so überall Instagram, YouTube, Twitch, wenn ich überall sage, ey, Spendenaktion für mich. 2 Euro von Sneaks SLRND, gönn dir für die Toilette. Ey, Sneaks, danke für 2, ja. Ich habe aber schon genug. Also ich brauche kein Geld mehr für meine Toilette, Chat, ja. Danke. El Kanako unterstrich ist 12x cooler als ihr. 500 Euro wäre gut, ja. Zieh dich aus, klappt besser. Ja, ja, wäre auch ein guter Call. Einfach ausziehen, ja. I don't drink that much alcohol. I drink one beer up, but I have to drink 5 of them. The price of the ticket in thin. Yes, yes. Gracias. Okay. First of all, cheers to you guys. Thank you so much for trying to help me. You're welcome. Really, really appreciate that. 2 Euro von deine Toilette. Ich habe Dinge gesehen, das glaubt ihr mir nicht. So you guys are really doing that for me? It's like... Please.
Ey, Chat, ich, für die Toilette. Das Experiment ist durch. Ihr müsst mir keine 5 Euro mehr spenden. Ich habe genug Geld für die Toilette bekommen, okay? Alles gut, der Toilette geht's gut. Bro, appreciate it, come here, man. Thank you so much, really appreciate it. Also ich habe jetzt eine Reservierung für ein BlaBlaCar nach Barca. Ciao. Krass. Ich habe für meine Verhältnisse gefühlt nichts gegessen. Ich habe ein Bier gerade getrunken, relativ zügig. Ich spüre es einfach komplett. Ich habe nichts in meinem Körper ab. Die Jungs sind komplett krass. Jetzt hoffe ich noch, dass dieses BlaBlaCar einfach annimmt. Dann bin ich heute Abend 0.00 Uhr, fährt das BlaBlaCar. 12 Uhr komme ich in Barcelona an. Ich habe die ganze Nacht schlafen im Auto. Ich jetzt hier perfekt. Morgen schwimme ich am Strand in Barca, Leute. Morgen schwimme ich am Strand in Barca. Bei ihm läuft es zu gut, Chat. Bei ihm läuft einfach zu gut. Bei ihm nicht. Bei ihm läuft es nicht so gut. Oh. Der ist auch schon wieder besoffen, Chat. Brauchst safe noch Klopapier für deinen Arsch. Ecstasy Family denkt mit. Vielen, vielen Dank für 5 Euro fürs Klopapier. Ich danke euch. 5 Euro von Lustfisch für die Toilette. Ey, Digga, das mit der Toilette ist durch. Danke euch, Chat. Ja, bitte nicht mehr 5 Euro spenden für Toilette. Vielen, vielen Dank. Das ist jetzt der Fahrplan. Da hinten ist das Wasser. Irgendwo hier sollen die Hostels sein und irgendwo am Wasser war der Campingplatz. Und irgendwo am Wasser werden auch Camper stehen, wenn das in Spanien legal ist. Oh, da war jemand aus Bremen. Jetzt spritzen einen auch die ganzen Autos hier nass. Der scheiß Regenschirm bringt auch gar nichts mehr. Warum? Leute, ich bin so ein Fan von Good Time und Spaß haben. Aber jetzt gerade ist hier ein Limit, ey. Ich habe keinen Bock, dass alle denken, ich bin hier nur am Rumpupen, ey. Aber es ist Maximum hier. So, Leute. Es ist soweit. Geht nicht mehr. Hier ist ein Hostel. Ich habe schon gesehen, es kostet 49 Euro. Und damit werde ich die Karte einlösen. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, er will Geld von der Karte einlösen. Wie viel Geld hatten die nochmal, Chat? Hatten die nicht nur 50 Euro drauf? Also löst er jetzt alles ein, was er hat? Dass ich 50, oh. Malaga Fehler, dicker Fehler. Festhäng. So früh. Und jetzt 50 Euro für ein Hotel ausgibt. Oh, Hostel. Das ist ein richtiger Fail. Aber Energie tanken, morgen geht's weiter. Sorry, ja. This is the hostel? Yes. Where can I check in? Yes, of course I go. Yes, come. Your name from the reservation? No. You have reservation or no? Okay, what do you need? Pardon? What do you need? A room. How much is the room? 45 euro for the room. It says for me alone a room? Yes, alone. Okay. 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 Do you know what the weather is tomorrow? Same. Yes? Oh, da regnet es morgen auch. Ist der im Bruch, Digga. Es gibt einen Bus zum Flughafen, der kann nicht so teuer sein. Für die Euros, die ich noch habe, werde ich das mir leisten können. Das ist trocken, da sind Leute, die Flüge sich leisten können und Geld haben. Let's see. Mittagessen. Ein Kühlriegel. Perfekt. Im Mülleimer. Regenschirm gefunden. Kaputt. Kann ich aber vielleicht reparieren. Yes. Gerade noch genug. Malaga Flughafen. Wie sehr würde ich jetzt gerade einfach gerne in einen Flieger steigen und nach Hause. Regelwerk sagt, keine Commercial Flights. Es ist egal, auf welchem Weg und mit welchem Fortbewegungsmittel die... Hä, will er jetzt fliegen oder was? Teilnehmer nach Köln ins Ziel kommen, solange sie diese zwei Dinge beachten. Nummer 1. Betritt ein Teilnehmer ein Verkehrsmittel, darf er damit maximal eine Landesgrenze überschreiten. Zwei Grenzen auf einmal mit der gleichen Mitfahrgelegenheit zu überqueren, führt zum Ausschluss.
Daraus ergibt sich Nummer 2. Kommerzielle In- und Auslandsflüge sind nicht erlaubt. Deswegen hier einfach schauen, ob man seine Schuhe trocknen kann, ob man hier vielleicht übernachten kann und ob man hier Geld machen kann. Das sind meine 3 Ziele hier am Malaga Flughafen. Alright. Ich glaube, wir sollten uns irgendwie so ein Einkaufszentrum suchen oder so, wo wir ein paar Leute anquatschen können. Ja, ich glaube, das ist ganz geil. Geil hier. Perfekt. Einkaufszentrum. Me llamo Daniel y ahora estoy haciendo un proyecto y estoy viajando en autostop de Marruecos a Alemania. ¿Cómo llaman? ¿En serio? Así. Un bisschen Kleingeld haben wir bekommen. Mich nervt es gerade selber. Ich will eigentlich nicht das wieder wie gestern machen, weil es fällt echt keine andere Möglichkeit ein, irgendwie hier aus Malaga heute wegzukommen. Seid ihr Deutsch? Ja, hi. Ich wollte nur einmal kurz wissen, wo wir genau hier sind, weil ich bin gerade erst angekommen. Und wo es hier zur Autobahn geht. Du kannst so, aber auch, die Richtung du ist kannst hier den Bus nehmen, weil hier ist eine Station. Station ist ja ein Busbahnhof. Kostenlos. Ja, wir geben dir einen Fünfer. Wirklich? Ja, ich kann dir einen Fünfer geben. Boah, da kann man aber auch mal einen Zwacko geben, Chat, oder? Wirklich? Ja, ich gebe dir einen. Mega lieb, die beiden. Dann, wenn man dich danach fragt, kriegt man was zugesteckt. Voll gut. Okay, wir haben noch 14 Dirham. Das müssten so 1,50 sein. Hello. I have some rest money from Morocco. Can I change it? I can't do that. No? With coins. Is there any chance you can help me out a little bit? For 1 euro? That is super kind. Wir haben jetzt 12 Euro und 20 Dirham noch oder so. Ich habe jetzt noch die ganze Zeit überlegt, ob ich noch irgendwie nach Almeria oder nach Murcia sogar Geld dafür sparen soll, um dorthin zu reisen. Aber ich habe nochmal die Map gecheckt und es ist fast besser, wenn ich jetzt einfach nach Granada abhaue. Du Hund, würdest ihn nicht mal mit dem Arsch anschauen, was für Zwambo? Doch. Wenn ich im Ausland bin, Chat, und da kommt ein deutscher Touri zu mir, der sagt, er hat kein Geld und er braucht ein bisschen Geld für den Bus oder so und der ist nett und sympathisch, dann würde ich ihm schon Geld geben, ja. Deswegen werde ich jetzt einfach, glaube ich, den Bus nach Granada buchen. Mir fehlt 1 Euro. Der Bus kostet 13. Ich hoffe, die am Schalter sind nett und vielleicht gibt es ihn für 12. Ich frag mal. Me faltan 50 céntimos. Está bien. Tengo que ir allá muy urgentemente. Aber nur ein deutscher Touri. War das rechtsradikal, was ich gerade gesagt habe, Chat? Könnte man mich dafür canceln auf Twitter oder auf anderen Plattformen? Habe ich mich einfach gerade verplappert, Chat. Und da kommt mein wahres Gesicht auch endlich zum Vorschein. Perfekt. Muchísimas gracias. Ciao, ciao. Okay, perfekt. Es haben irgendwie 80 Cent gefehlt oder sowas, hat sie jetzt nicht gejuckt, mega. 19 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch ein entspanntes Stündchen. Ich muss echt sagen, ich merke wirklich, ich bin gut kaputt. So. Ich brauche heute auf jeden Fall einen geilen Schlafplatz, dass ich nicht eine geile, erholsame Nacht habe und dann morgen richtig Gas geben kann. Morgen will ich auf jeden Fall mal richtig Meter machen. Es war heute ein bisschen wack. Alright, mein Bus fährt in 20 Minuten. Vielleicht schaffen wir es davor noch, uns ein bisschen was zu essen. Hm? Hola, buenas, ¿qué tal? Una pregunta. Yo estoy viajando sin dinero y estoy preguntando a los restaurantes si tienen alguna comida de ayer que van a poner en la basura de todos modos. No, que pueden darme. ¿Tienen algo? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es súper amable. Das war extrem, extrem nett. Ich habe gefragt, ob ich irgendwas bekomme, was irgendwie abgelaufen ist oder vom Vortag oder sowas, was sie eh wegwerfen würden. Er hat gemeint nein, aber hat mir jetzt einfach hier so einen frischen Shawarma gemacht. Geil. Abendessen ist gesaved. Beziehungsweise Mittagessen eigentlich. Ich habe nicht mal Mittagessen. Übelst geil. Eigentlich das erste richtig, richtige Essen. Boah. Geil. Und jetzt Abfahrt nach Granada. Hola, buena. Ich finde aber immer noch Chat, also er macht es irgendwie am cleansten. Er macht es so am sympathischsten von allen.
Also, völlig egal, was jetzt passiert. Völlig egal, wo ich penne. Völlig egal, ob jemand bei Reddit antwortet. Mein Play ist es. Ich habe auf zwei Reddit-Fahrten geklickt, die beide grün waren in Valencia. Also bedeutet, die aus Valencia sehr gut zu erreichen sind. Und die hatten beide denselben Standort, um Leute einzusammeln. Das wird wahrscheinlich irgendeine Tankstelle sein oder so, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. Und genau da gehe ich morgen früh hin. Und genau dort werde ich BlaBlaCar-Leute anlabern, jeden anlabern. Wenn das der Punkt ist, wo sich Leute treffen, kurz bevor sie nach Barcelona fahren, dann ist das der perfekte Hitchhike-Spot. Und vielleicht ist das sogar die Taktik für alles Weitere. Die Spots genauso finden. So, ich bin back. So, und jetzt gucken, ob irgendwas bei Reddit reinkam. Reddit. Wir haben... nichts. Nope. Okay. Ich habe alles, was ich brauche und mehr. Jetzt geht's Richtung Abendplanung. Ich muss jetzt was essen. Ich gehe nach Russafa, El Cedro oder Beni Maclet. Da sind die jungen Leute. Da probiere ich an Wasser zu kommen, damit ich endlich mir nicht... Hallo, du bist die schönste Streamerin Danke. Hier. Hallo, du bist die schönste Streamerin hier. Hast du auch tolle andere Socials? Oder, also ich weiß jetzt nicht, wo du draufgeklickt hast oder wo du, in welchem Tag du dich gerade befindest, aber das ist auf jeden Fall der falsche, Digga. Weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Cool Mahlzeit ballern kann. Der hat sich im Task einfach verklickt irgendwie. Und dann geht's ab. Malaga Flughafen hat Dyson. Ich habe gegoogelt. Es gibt einen Flixbus in 2-3 Tagen von Malaga all the way nach Montpellier. Da wäre ich schon in Frankreich. Ich muss nur einfach 2-3 Tage hier ausfahren, genug Geld machen, überleben. Und dann ab die wilde Fahrt nach Frankreich. Ich habe jetzt ein Ziel, ich habe jetzt eine Mission. Danke, ich bin nicht mehr ganz so lost. Ich werde das hier rocken jetzt so. Ich kaufe jetzt mein 55 Flixbus-Ticket nach Montpellier. Ja. Jetzt erstmal Money-Making Time. Sorry, do you speak English? Yeah. English, German? Yeah. Deutsch, okay. Ich habe eine ganz random Frage. Ich mache gerade eine Challenge. Ja. Wollt ihr mich irgendwie supporten? Ich brauche dringend Support. Ich will vor den anderen in Köln ankommen. Ich kann dir mein letztes Kleingeld auf. Oh, sowas ist schon mal so. Sowas ist schon mal Todes die Hilfe. Vielen lieben Dank euch. Oh, 5 Euro stark? Ihr seid die Besten. 1 Euro, you want to support me? Or if it's like some food, some drink, we don't have anything. The only problem is we are Swedish. We don't have any cash. Thank you anyways, guys. Yeah. That is already the next step to where I want to go. Thank you so much. Seriously, it's a pleasure. 10 Cent. Gib dir mal den Zehner und das Kleingeld. Ey, das jetzt. Das. 18 Euro, yo! Muss ein Schweizer gewesen sein. Mehr als das Doppelte, okay. Was ich habe. Na, freut mich. Und das wird mich richtig weiterbringen. Alles gut, ey. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist ein Österreicher, oder? Der ist wichtig. Der ist sehr, sehr, sehr wichtig. That is what I need. That's business making. Thank you so much, bro. American knowledge? Yeah, this is definitely an exchange somewhere. This helps, man. Thank you. Thank you for trusting Global Exchange and have an amazing adventure. Okay, wir machen Fortschritt. Und jetzt gehe ich zu noch anderen Leuten und ich mache die 55 voll oder die 65 und dann buche ich diesen Bus. Ich buche heute noch diesen Bus. Ich will dieses Safety einfach haben, dass irgendwie in 2-3 Tagen mein Bus nach Frankreich fährt. Ist das nicht super dumm, dass er dann 2 Tage warten muss? Also der kann ja dann, der kommt ja dann gar nicht voran. So, Money Making ist, glaube ich, im Endeffekt my way to survive. Wer wird als nächstes angequatscht? I don't want a bag, that's why I prepared something. I want to sell you something. So if you, by any chance... Einfach weiter betteln und Flug nach Köln buchen? Ja, das ist ja gegen die Spielregeln. Want to support me or anything? I'll throw you my change. I got like 6 euro. Thank you, man. That's right. Norwegian beer. It's a really rare beer, especially here, so you can try to sell it. That's a really smart idea. Caprisonne. Norwegian beer. Are you interested in buying a beer or something to drink? No, we're doing a month.
Ah, Mormons. You're joking, right? You're joking. Ich kann euch norwegisches Bier anbieten und ich kann euch eine Capri-Sonne-Orange anbieten. Ach, 5 Euro habe ich. Ey, krass. 5 weitere Euronen. Leute feiern ein, neue Leute kommen an, Touristen, die Geld haben, die sich Flüge leisten können. Ey, Flughafen ist fast infinite money glitch. Also Flughafen, jetzt hier noch ein paar Tage und dann wirklich vielleicht diesen Flixbus durch bis nach Montpellier. That's my goal. Bro, er ist fast schon in Deutschland gefühlt. Also, folgende Sache. Mein BlaBlaCar, was heute Nacht fährt nach Barca, hat einfach gecancelt. Too good to be true. Was ein bisschen mau ist, jetzt kommt Update. Okay, Theophil, what is the new deal? You will dance for people in the street to win like 20 euros at least. Yeah. And, maybe bring some beer for us. Yeah. And then we will buy you a boat, a taxi. Okay. To get you where I can. Der Grund ist nämlich... Hä? Er muss jetzt tanzen für die? Das... Waren das nicht auch die Guys, die mit ihm in die Sauna gehen wollten, Chat? BlaBlaCar kommt morgen um 8 Uhr nach Barcelona. Aber es ist 7 Kilometer entfernt. Was haben die denn jetzt für kranke Spielchen mit ihm? Das heißt, ich müsste da mit einem Taxi hinfahren. Deswegen muss ich jetzt 20 Euro verdienen. Irgendwie Leute fragen, eher fragen. Ich sag ehrlich, nicht verdienen, eher fragen. Und das ist meine Challenge. Wenn ich das schaffe, dann kriege ich mein Taxi morgen. Weil ich habe keine Maps oder irgendwas, um wirklich den Weg dorthin zu finden. So, it's gonna be fun for everybody now, right? Oh ja. I hope it will be fun for you. Cheer. Hola, hermano. Hablas Englisch? You have 1 euro for me? 1 euro? 1 dinero? Para mí? Solo uno. Maybe they will give me something. Perdón? Hablas inglés? Solo español? Tengo un dinero para mí? Er macht Classic Battle. Er geht einfach in. Er hat mal Euro für mich und eine Kippe. Tengo. Ich dachte, er soll tanzen. Dinero? Comprende? Sí, sí. Hablas una para mí? Solo una, un dinero. Solo un. No? If I can make one flip, will you give me 1 euro? Just 1 euro. I couldn't do that, sorry. Also, ich hoffe, dass mein BlaBlaCar bestätigt wird. Ich muss aber trotzdem noch ein 20. Stimmt, da guck mal, was da hinten im Hintergrund abgeht. Digga, das war doch diese Klu-Klux-Clan-Sache, die wir beim letzten Mal gesehen haben, Chat. Junge, wie creepy sieht das aus? Weil die Jungs meinen, machen sie nicht. Junge, BlaBlaCar, aber das war's. Ich muss mir jetzt irgendwie 20 organisieren noch. These are going to Barcelona. You can. Sorry, guys. Sorry, can you take me? Barcelona? Sorry, good one. It looks kind of strange day today. Triquiso, Madrileño, Serranito. On you, thank you. I think you choose the best one. Auf euch, Jungs. Ich hoffe, ihr schafft es auch gut. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich bin hier in Sevilla. Hoffentlich nicht morgen weiter. Das bro, you're a legend, bro. Endlich mein... Alter, der lebt das beste Leben, Chat. Für den ist es wirklich Urlaub. Der wird überall eingeladen, schläft in Hotels, kriegt was zu essen, Taxi wird gezahlt, Bus wird gezahlt. Das ist einfach Premium-Urlaub für den. BlaBlaCar hat angenommen. Doch nicht nach Barca, nach Tarragona. Morgen. Bro, I'm so happy. I'm so happy, man. Oh. Die Devs hätte man sich aber auch jetzt sparen können. Morgen gehe ich nach Tarragona. I'm going to Tarragona tomorrow. Wow. Okay, I should stop. Wow. I'm just so happy. Ich bin so happy, Digga. Ach du Kacke. Ich dachte, ich sitze hier fest. Hier habe ich die Jungs getroffen, die mir meinen Arsch retten. Thank you so much, guys. Appreciate it. A lot. I think I like you a lot already. Oh mein Gott. Der schläft bei denen schon wieder im Hotel-Chat. Guys, here. Eine gute Karma, die Jungs von der... Das ist geisteskrank. Einfach upgraded. Kann man denn so viel Glück haben? Wird auf größere Zimmer. Ja, jetzt habe ich schon gerade gesagt, dass daran liegt, weil die mir geholfen hat. Wie schaffe ich es, dass ich schon wieder hier irgendwo hänge? Ich komme auch noch gar nicht so klar. Mal wieder. Guys, I don't want to steal anything from you, but there is like a dental set for brushing the teeth. Yeah, take it. Do you need that? Give everything to you, man. Thank you, Jesus. Guys, thank you so much, I swear. Digga, ich check's gar nicht. An einem Punkt heute war ich wirklich so, fuck, Digga. Ich schreib gar nicht weiter. Einfach im 5-Sterne-Hotel pennt er wieder. Und dann passiert sowas.
Vielleicht habt ihr aber nicht auch das komische Gefühl, dass die beiden Jungs da auch eine gewisse Gegenleistung erwarten? Danke. Es hat schon angefangen, als sie gesagt haben, die gehen noch in eine Sauna und er kann mitkommen. Also die sind sehr nett, aber irgendwie geht mir dieser Gedanke nicht aus dem Kopf, dass sie da einen anderen Plan haben für die Nacht, sage ich mal. Immer weitermachen, egal was ist. Alter, geile Aussicht auch. I can't thank you enough for this work. Junge, das ist... Bruder, wer macht besseren Urlaub als ich, ohne Geld? Merci beaucoup. Jungs, wo immer ihr auch gerade steckt, der ist auf euch. Ob das bei euch gerade so aussieht? 45 Euro für einen Haufen Scheiße. Brian ist auch einfach jedes Mal der krasse Kontrast zu ihm. Das ist ein Zimmer für 45 Euro? Bro, was soll der Stuhl hier? Warum sollte man sich auf diesen Stuhl setzen, Digga, hä? Und warum steht da dann direkt... Ist das der Ventilatorstuhl, wo man sich draufsetzt, wenn einem heiß ist? Das ist ja richtig kacke. Für 45 Euro ist das eine Frechheit. Ich glaube, das kleinste... Digga, hat einfach einen Kellerraum gebucht. Das ist einfach... Junge, hä? Was ist das denn? Du kannst hier nicht mal auf dem Stuhl sitzen, weil du da mit dem Kopf an der Decke ankommst. Da macht er noch weniger Sinn, der Stuhl. Ich glaube, dass ich jemals in irgendeinem Raum gesehen habe. Oh, scheiße. Auch schön Wolf gelaufen, Alter. Wie im Schwimmbad, Alter. Und hier schön fett die Blase. Die ganzen Füße kaputt. Oh nein, ey. Was für eine Scheiße. Man sieht jetzt auch schon richtig, wie blau die Socken sind, weil das ganze Wasser aus der Jeans da reingelaufen ist. Oh. Ist der Mann gebrochen, Chat. Es ist einfach alles nass. Alles. Alter, da ist ja auch noch die Kaki dran von dem Busch. Und wen es noch interessiert, die ganzen trockenen, also Klamotten, die im Rucksack waren. Scheiße. Oh nein, ich hab das abgefärbt. Die sind auch alle nass. Es ist alles nass. Alles. Handschuhe, alle T-Shirts, alle Boxershorts. Ja, Mann, ey. Boah. Sieht gar nicht gut aus, Chat. Vor allem jetzt hat er sein ganzes Geld, was auf der Karte ist, komplett verballert für diesen Abstellraum. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt scheint hier die Sonne, ey. Jetzt scheint die Sonne. Also hat er sich Zimmer umsonst gebucht? Triple F in den Chat. Jetzt hat er sich ein 45 Euro Abstellkammerzimmer gebucht, weil es geregnet hat. Ist maximal im Bruch, kommt raus und sieht, scheiße, es regnet gar nicht mehr. Völligst umsonst 50 Euro, 45 Euro ausgegeben. Danke. Winslet ist cool. Wenigstens hat er noch eine Kippe, Chat. Zählt das, wenn ich mir mein Geld jetzt wiederhole? Es liegt jetzt nicht an der Sonne, es liegt einfach allgemein an der Butze. Ja. Oh, er will sein Geld zurück. Ja, schlechtes Zimmer, dies, das, aber es ist irgendwie 16 Uhr. Ich habe jetzt hier so 16 Stunden und kann damit gar nichts anfangen und es wird sowieso nichts trocknen. Oh. Ja, ich probiere das. Ich hoffe, es klappt, Chat. Ich hoffe, die macht da jetzt keinen Stress. Ich frage. So. Ist aber auch Chat 1, wenn es der einzig smarte, richtige Move ist, aus diesem Zimmer zu gehen. Das ist sowieso ultra dumm, dass der da sich ein Zimmer gebucht hat so früh. Ich mach das auch wieder sauber. Keine Ahnung, ob das dann in dem Redewerk zählt. Wenn das Geld wieder drauf ist, ist es wieder drauf. Muss man danach klären. Könnt ihr immer sagen, was ihr dazu sagt. Und wenn ich jetzt rausgehe, ist es wieder voll pisst, habe ich sowas verkackt. Ich werde runtergehen und fragen. Ganz einfach. Also sie würde es klar machen. Würde mir aber 36 Euro wiedergeben und 9 Euro Bearbeitungsgebühr behalten. Was? Scam? Das ist ein mieser Abzock-Scam. Die behält jetzt 9 Euro für was? Warum hau ich jetzt hier wieder ab? Weil die Sachen nicht trocken werden.
Wenn sie doch trocken. Ey, Leute, ihr merkt, dass ich komplett verwirrt bin. Sowas hatte ich noch nie, ey, dass ich jetzt überhaupt gar nicht weiß, wo ich... Schaffe ich das jetzt heute noch? 5:30. Das heißt, ich müsste raus und direkt einen Schlafplatz finden. Ja, entweder ich penne jetzt hier und nutze mich... Also, es ist ja natürlich ist es besser als auf der Straße. Aber ich habe die Hoffnung, dass mir das angerechnet wird, dass ich jetzt nicht hier geschlafen habe. Ja, das Geld ist nicht komplett wieder da. Zu Recht, er hat auch das ganze Zimmer voll gesifft. Hast du auch recht, ja. Und ich, ach so, und ich krieg das Geld in bar wieder. Ach Leute, vergesst das alles, ich bleib hier. Oh, da geh ich doch. Oh Gott. Ach, ich würde so gern hier abhauen, es ist so scheiße. So, sie war jetzt gerade nochmal hier und hat mir gesagt, dass es nicht geht. Oh mein Gott. Eben ging es noch, jetzt gibt's keinen zurück, also bleib ich hier. Oh, ist das unnötig. Ich bin wenigstens im Bett und hab leider den Joker gezogen. Oh. Oh. Selbes Spiel wie gestern. Zum Abend hin geht der Regen los. Boah, ist das eine Scheiße, ey. Dieser Regen ist wirklich Maximum Abfall. Im Regen pennen, kein Problem. Aber im Regen Lager aufschlagen, big Problem. Das nervt so rum, weil ich eigentlich alles viel mehr erleben wollen würde und mehr Kram machen würde. Aber ich bin auf diesen Laufweg limitiert, wenn ich nicht alles nass gehen lassen will. Oh Mann, ey. Bin gleich zurück. Bah, Junge. What the fuck? Bah. Ich wollte Wasser einfüllen und das ist einfach so Zuckerscheiße. Real Talk, das kann ich nicht trinken. Mann. Ich verliere komplett den Fokus. Ich gehe jetzt in die Richtung, wo Autos nach Barcelona fahren und entweder probier's dann da direkt oder ich penne da. Digga, ich bin komplett verloren. Oh, ich bin so viel gelaufen heute. $0.99 and $0.67. Oder? Das nehme ich schon mal mit. Dieses Eis. Danke. Ist 4x cooler als. Würdet ihr das Eis beißen oder lutschen? Morgen. Macht das schon mal ready. Alter, ist hier viel los. Alter, ist. Lutschen befriedigt nicht. Ist hier noch viel los. Ja, hier ist die Autobahnauffahrt. Und hier pacen die Autos durch. Guck mal hier. Aber mich da reinlegen. Ja, sieht gemütlich aus. Tab hier auf einer Seite so, bis auf die andere Seite runterlegen. Und dann ab in den Dreck. Weißt du, was auch geil wäre? Stell dir mal vor, Fredo und Dominik machen bei dem Format mit. Die würden die ganze Zeit einfach irgendwelche Löcher reinkriechen. Und da pennen. Das ist eine Option. Wenn in der Zwischenzeit nicht die Autos die Polizei rufen, dann ist das, glaube ich, tatsächlich meine beste Option. Weil hier kommt auch niemand her. Ich dich lutschen und das Eis beißen. Drück mich so sehr vor der Nacht irgendwo in Stadtnähe. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe aber gesehen, dass hier vorne im Kreisel also Leute am Sprühen sind, als wir mit der Bahn vorbeigefahren sind. Da probiere ich jetzt zumindest noch einen Marker zu organisieren, um schon mal Barça auf das Schild zu schreiben. Dann wäre ich schon mal ready für morgen. Und was wir dann in der Nacht machen, schauen wir mal. So, hier ist so Breakdance. Hier vorne sind zwei Turntables, hier waren zwei Leute Mucke. Hier ist komplett Action. Hey, do you have a marker? Can you write Barça? Barça. So I can go to Barcelona. Oh, I understand. Nice. Perfect. Thank you, man. You're welcome, man. Nice.
Oh, das macht die Situation schon wieder erträglicher. Nach jedem Tief kommt ein Hoch, kommt ein Tief, kommt ein Hoch. Wenigstens Zähne putzen. So, ich habe noch andere Schlafoptionen gefunden. Hier übrigens erstmal im Licht mein Barca-Schild. Hallo, bitte nach Barca. Hier ist überdacht. Hier könnte gehen, aber da gucken einem halt die Autos zu. Was ich jetzt ganz kurzfristig gedacht habe, war das hier. Und da drunter schlafen? Weiß ich nicht. Es würde sogar ganz knapp passen. Und jetzt höre ich da schon irgendwelche Ratten. Das sieht mir auch aber irgendwie auch nach einem Spot aus, wo man draufgehen könnte in der Nacht. Ich wollte hier gerade reingehen. Aber wenn hier irgendwelche Ratten sind, Alter, dann... Oh. Komm, checken wir an mal. Auch ob hier irgendwer anders liegt oder so. Ja, komm, let's try. Gracias. Ciao, ciao. Und damit? Welcome to Granada. Alrighty, schauen wir mal, was in Granada an so einem Samstagabend so geht. Parkhaus it is. 24 Stunden offen, das ist schon mal gut. Mhm. Parkhaus, ein sehr guter Spot zum Schlafen. Ja, es ist natürlich mit Aufpasser. Ich glaube es wird... Wisst ihr, da merkt man auch wieder, Chat, dass ich da auf jeden Fall gute Karten hätte. Wisst ihr, was ich machen würde? Wenn ich da mitmache und einen Spot zum Schlafen suche, ich würde einfach bei Leuten klingeln, in so Häuser, in so Hochhäuser reingehen und dann in die oberste Etage laufen, weil da gibt es ultra oft so Elektronikräume, die offen sind, die sogar noch warm sind und da würde ich pennen. Ich würde das Ding gewinnen, sage ich ehrlich. Das Terminal. Ich glaube, es wird das Terminal. Auch wenn es gestern schon das Terminal war. Ich brauche heute ein bisschen geilen Schlaf, weil der Tag war echt anstrengend. Damit ich morgen... Ich kann sogar so Türen aufknacken mit Kreditkarten-Chat. Richtig fit bin, damit wir ein bisschen durchpowern können. Ein bisschen endlich richtig ins Trampen kommen. So, hier sind wir bei der Estación de Buses. Hier sind ein bisschen mehr Security als im anderen Terminal. Aber ja, wir gehen trotzdem jetzt einfach straight auf Toilette. Keine großen Faxen und einfach einschließen. Alter, wie dumm ist das denn? 2 Sekunden vor mir geht hier wer in die Toilette rein und ich meine, er hat den Schlafsack in der Hand. Das waren original 2 Sekunden. Er ist so 5 Meter vor mir gelaufen. Der hat dir einfach seinen Schlafspot weggenommen. Echt. Scheiße. Dann wird's wohl echt das Parkhaus. Jo. Er ist raus, geil. Geil. Er schläft schon wieder auf der Behindertentoilette. Jetzt mach ich mein Bett mal ready und dann geht's in die Haie, weil ich bin krass müde, ich bin wirklich richtig kaputt. Oh. Oh, richtiges muckliges Wohnzimmer draus gemacht. Geil. Good night. Ich habe glorreiche 40,72 € gemacht. Wenn ich morgen 2-3 Stunden durchziehe, dann sollte ich schon bereits in der Lage sein, das Ticket zu kaufen. Ich gehe jetzt hier mit meiner Subterrine irgendwo kochendes Wasser organisieren. Do you have hot water? How much is hot water? Very, very hot? Boiling hot? Very hot, perfect. Yes. Gucken, wann die mich wegschicken, aber ich esse das jetzt hier. Wenn die Suppenterrine noch dampft, GoPro-Akkus alle frisch laden. Es ist warm, es ist trocken. Hayat. So Suppenterrinen liebe ich auch, Chat. Kennt ihr die mit dieser Tomatensauce? Diese, weiß nicht, wie die heißt, Chat. Da gibt es so richtig geile. Ich finde so Suppenterrinen einfach irgendwie richtig lecker. Obwohl die so übertrieben ungesund sind von den Inhaltsstoffen und so. Ich glaube, das ist gefühlt schlimmer, als wenn du irgendwie jeden Tag Bon rauchst, wenn du dir so eine Suppenterrine reinknallst. Aber die schmecken einfach geil. Ich mag die gern. Gerade ein Typ aus Ungarn kommt hierher und sagt so, can I book a Uber with you? Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Dann habe ich ihm wieder erzählt von meinem Race. Dann hat er mir einen 5er in die Hand gedrückt. Ich konnte es gerade leider nicht recorden, aber jetzt sind wir schon bei 45 €. So crazy, ey. Es fehlen noch 10. Es fehlen nur noch 10 € und ich kann mir das Busticket in 3 Tagen holen. Ich habe mir aufgeschrieben,
Am 1. April das Busticket kostet 95 Euro. Am 2. April kostet 63, am 3. April kostet 55. Und ich glaube, ich könnte das am 2. April mir schon bald leisten. Heute ist Samstag und die Reise geht los am Dienstag. Das sind schon verlorene Tage. Es soll regnen die nächsten Tage. Ich werde beim Flughafen bleiben und setze jetzt gerade, habe ich mich entschieden, alle meine Karten auf eine Flixbus-Karte. Letzte Gameplan. Die schlafen hier alle? Dann schlafe ich hier auch. Cozy. Schauen wir mal, was morgen wird. Schauen wir mal, was morgen wird. Gute Nacht. Legend, Legend, Legend. Stellt sich noch eine Reihe. Ich habe auf jeden Fall morgen nicht beim BlaBlaCar verpasst. Ich höre mit den Jungs drüber. Crazy ist, der Typ meinte so, ach ja, übrigens, jetzt ganz am Ende bei BlaBlaCar, meinte er so, ja, übrigens, ich travel mit einer Katze. Ich hoffe, das ist kein Problem. Oh, ne, eine Katzenallergie, oder? Und ich habe gesagt, nee, ist natürlich gar kein Problem. Aber ich bin halt einfach komplett allergisch gegen Katzen. Also geil, das gönne ich ihm. Chat, ich will immer noch, dass er verkackt. Also nicht, dass er verkackt, aber ich will, dass er mal ein bisschen Pech hat. Ich will, dass er mal das harte Leben spürt. Nicht immer dieses Glück in Hotels pennen und Bier geschenkt bekommen und so. Ich will, dass er mal durch die Scheiße gehen muss. Dass der im Kackibusch aufwacht, so wie Brian. Ein Haken musste dran sein, weil es wäre zu perfekt. Das heißt, ich travel morgen mit einer Katze im Auto, bin gegen die Katze allergisch. Aber egal, das nehme ich mit. Ich dachte mir jetzt so, ich kann doch jetzt nicht sagen, It was a pleasure to meet you. Ready? Pleasure to meet you too, guys. Really appreciate it. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Babys gesippt. Digga, ich frag mich, was geht bei den anderen? Was macht Brian gerade? Brian, was machst du gerade? Oh, Brian, tut mir leid, Digga. Das ist heute mein Handtuch. Scheiße, ey. Wir haben ja kein Handtuch mit. Das bringt gar nichts. Also ich hatte heute Morgen einen echt guten Start, ich glaube, das hat jeder gesehen, auch wenn die Nacht mit dem Kackehaufen und allem richtig wild war. Tausendmal habe ich gesagt, ich mache jetzt dies und das und habe die Ideen direkt wieder verworfen. Ganz viele Learnings, sorry für diesen verwirrenden Tag, ich weiß nicht, wie das am Ende bei mir aussieht, aber ob es irgendeinem so scheiße ging wie mir heute oder vielleicht habe ich mich auch nur angestellt. Ach, es ist ein Entzug auf allen Seiten. So, ja, ich bin Raucher, das ist ein Entzug. Das Handy ist weg. Also jetzt nicht wegen Insta gucken und sonst was, auch einfach wegen Maps und sonst was. Und es ist so ein Entzug auf allen Seiten. Essen, Handy, Kippen, Lost, Regen. Aber wenn man das dann alles zusammenrechnet, ja, dann hat mich das ein bisschen demotiviert. Aber jetzt bin ich wieder motiviert. Und ich gehe jetzt schlafen. Und den anderen Jungs, ich hoffe, es ist alles cool. Tschüss. Oh mein Gott. So, im Hotel angekommen. Hier rafft sich heute wieder Nacht. Zweite Nacht verbringe ich hier. Geil. Mein Vater fragt, wie lange du noch streamst? Schon noch länger, glaube ich. Also wenn du ins Bett musst, dann geh jetzt, würde ich sagen. Ich mache schon noch länger. Also an den Vater, wenn du es hörst, schick den Jungen ins Bett, ja? Ich soll jetzt zum Schlafen gehen. Also die Aussicht, dass ich jetzt die nächsten 10 Minuten Schluss mache, wahrscheinlich hat er dich eh schon angelogen und hat gesagt, ja, der streamt nur noch 10 Minuten, lass mich noch bis zum Ende gucken. Das ist nicht der Fall. Ich werde dir noch mindestens bis nach 0 Uhr streamen. Und den jungen Mann würde ich aber sofort ins Bett schicken. Das ist mein Unterschlupf für heute Nacht. Eigentlich besser als... Und ich glaube, das war doch auch derjenige Chat vorhin, der hier reingeschrieben hat, dass er eine schlechte Note bekommen hat und die Arbeit selbst unterschrieben hat mit der Unterschrift von seinem Vater. War das nicht der Chat? Das müsste er gewesen sein, glaube ich. Eins, wenn es der gleiche Junge war. Ein Mädchen.
Stimmt, das Mädchen, das hier vorhin reingeschrieben hat, schlechte Note. Ja, ja, da habe ich irgendwas mit den Gendern verwechselt gerade, ja. Ja, ja, aber das warst du. Brauchst du jetzt auch nicht lügen, ja? Erwartet. Sieht top aus. Hab's nicht verlernt. Ich mach schnell wieder dunkel. Und sogar auf rot. Weil ich nicht verscheucht werden will. Wenn ich das jetzt abbauen müsste, das wäre wirklich der absolute Horror. So, dann mal rein in die gute Stube. Das war doch ein gutes Gefühl. So ein komisches Gefühl. Weil im Wald ist dieses Feeling, so umschlossen zu sein vom Tarp, richtig geil. Hier ist es richtig scheiße, weil du nicht siehst, was außen um dich ist. Und es sind halt Leute und Autos und so um einen herum. Sehr mulmiges Gefühl. Ich fliege final. Ich habe meine Regenjacke in der Verpackung vom Schlafsack als Kopfkissen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich schlafe oder ob ich schlafen kann. Update. Ich kriege kein Auge zu. Wie zu erwarten. Jodiania ist 6x cooler als ihr. Crazy, wie weit Dave aber schon ist. Okay, das ist der Endstand. Gutes Video-Chat.